the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Ja, ich bin frisch Vater geworden, sozusagen. Dann mal herzlichen Glückwunsch, wann? Die Woche jetzt nicht, ne? Nein, nein, ist jetzt 5 Wochen, ist der jetzt knapp alt. Naja, komm, Fußballschuhe an. Ja, acht,
Okay, da schon, denke ich, wohl genug. So aktiv wie der ist, wird der denke ich mal, rechtzeitig irgendwie schon Auslauf brauchen. Und Betätigung. Und daher. Betätigung oder Beschäftigung? Betätigung hört sich irgendwie wie ein Computer an. Nein, weiß, was ich meine halt, ne? Einfach. Bisschen Beschäftigung, ja. Ich kenne das ja von meinem einen Neffen, der war ja auch so aktiv, den konntest du ja. Da konntest du ja gar nicht genug mit dem machen. Richtiger Hase hier. Wie heißt der immer, dieser komische Hase, der nicht. Bugs Bunny, oder? Na, ist der, was der aus der Werbung. Der Duracell, also ein Duracell-Hase. Das meine ich. Ah, von der Batterie. Ja, ja. Ah. Gibt's gar nicht mehr die Werbung, ne? Ob es die Werbung gibt, weiß ich nicht, aber Duracell gibt's auf jeden Fall noch. Die sind Hauptsponsor von. Ja, die gibt's. McLaren? Oder irgendein Formel 1-Team. Ups. Ich weiß immer noch diese Hase mit seinen komischen Dingern vorne. Achso, ich müsste mal den hoch. Mann! Willst du hier noch Discord aufmachen, ne? Oder? Correct. Wo geht man rein? Ich war ja schon am gucken. Ich habe ja dazugehört. Ach so. Ich habe wieder total die Zeit verpeilt. Ich habe hier ein bisschen. Ich gehe in Analyse rein. Nach Musik geguckt und. Auf einmal gucke ich. 47. Oh shit. Der Countdown. Ja, gut. Passiert, ne? Wir sind noch in der Anfangsphase. Gut, gemutet bin ich. So, gehen wir mal auf den Screen 1. Go live. Should be ready. So, da schauen wir heute mal. Heute geht's natürlich wieder um die Wurst. Ja, heute geht's richtig um die Wurst. Wieder K.O.-Phase. Dann dürfen uns so Dinge wie am letzten Donnerstag nicht passieren, ne? Donnerstag war es, oder? Donnerstag war letzter Spieltag, richtig. Die rote von Doc, die zwei Torwartausflüge sollten heute nicht passieren. So. Ich leg mir mal hier noch den Chat rüber, warte mal. Shetty, Shetty, Shetty. Achso, was haben wir? Ah, wir haben schon 58, ja gut. Hier, erste FC Frankfurt, die scheinen auch mehrere Games zu spielen. Also das scheint ein richtiger Gaming-Clan zu sein. Okay, ja. Mit Sponsoring, also... Ah. Rainbow Six Siege. Okay. Auch cool. Oh, Pop-Up-Chat. Mal den auch. Ja, schöne Seite. Ja, gut, Merch brauchen wir nicht unbedingt. Valorant sogar. Ui. Schauen wir mal, ob sich beim Sachse schon was tut. Nope. Ja, was erwartest du heute? So, wie bitte? Ein letzter Überrat. Was du heute erwartest? Ich heute erwarte, na, eigentlich hoffentlich 3 schnelle Spiele. Und danach. Danach weiß ich gar nicht genau, wie es da weitergeht, ne? Mit diesem der K.O.-Phase dann theoretisch, ne? Winner Bracket, ist das dann auch schon heute, oder? Teilweise, ja, wenn wir ne? heute gewinnen, dann bleiben wir in diesem Bracket, das ist ganz verwirrend. Da sagst du, musst du sich 3-mal die Anleitung durchlesen oder 4-mal, da glaube ich sogar gesagt. Ja, weil es so viel ist. Naja, ich hab da auch nicht ganz durchgelesen, aber wenn, ja, am besten sind halt 3 Siege, aber was, boah, ist immer schwer zu sagen, ne, wie das heute da dann laufen wird. Ja, wahrscheinlich das erste Spiel schon mal zeigen. Wär top. 3 Spiele, rein in Phase 3, aber du weißt ja selbst, wie schnell das läuft.
selbst wenn man die bessere Mannschaft ist, du kriegst eine rote Karte oder kriegst ein dummes Gegentor, rennst hinterher, triffst die Kiste nicht. Und dann kommst du in unangenehme Situationen. Das hoffen wir natürlich nicht. Moin Flamme. Aber man weiß nie. Das liegt nur an den Jungs. Ich glaube, wenn sie einen guten Tag erwischen, dann. Ja. Bin ich auch guter Dinge. Das war ja auch relativ knappe Spiele, ja, sogar. Bei den ersten Finals sozusagen. Das war ja auch. Waren ja auch Spiele, die knapp waren, aber das haben wir ja dann doch clever zu Ende gespielt. Clever zu Ende gespielt, ja. Da waren wir ja auch durchaus in Rückstand und Bredouille, aber ja, das ist ja dann doch. Teamleistung gewesen, jeder für den anderen gekämpft und das macht ja am Ende immer eine Menge aus, ne? Ja. Und der Torwart war auch letzte Woche war glaube ich auch noch wer anderes im Tor, der war auch auf jeden Fall die zwei, drei Male, wo er da sein musste, war er on point. Hat uns da auch auf jeden Fall den Arsch gerettet. Ja. Kann man so nicht anders sagen. Da waren ja wirklich mindestens zwei Situationen, wenn nicht sogar drei. Boah, da alleine aufs Tor zugelaufen sind die Gegner. Das ist immer wichtig, auch als Defensivspieler zu wissen, dass du dann nochmal einen hast, der auch Bock hat. Wo du auch mal verfehlen kannst. Ja, und als Stürmer ist natürlich immer doof, ne? Wenn du beim zweiten Mal schon merkst, ach du Scheiße. Die werden natürlich auch immer nervöser nach jeder vergebenen Chance. So, da schauen wir mal rein. Änderung. Und das waren noch die Spiele, glaube ich, wo Leute rausgeflogen sind letzte Woche noch, ne? Kann das auch sein? Ja, da haben sie 1-2-1 gedreht. Genau. Hatten bei 0-1 noch einen Elfmeter verschossen. Das sah sehr, sehr kritisch aus. Hatten wir sogar ein Spiel ohne Torwart, das wir noch gewonnen haben sogar. Ja, es waren zwei, der ZDM. Und genau. Der Torwart. Hoffen wir es heute nicht. Es ist wieder niemand auf Annie, was ein bisschen stinkt. Aber wenn es die Regeln so sagen, dann ist es so. Ja, Regel ist Regel. Kannst du auch. Will ich mich auch nicht anlegen mit den Regeln. Nee, ich auch nicht. Ich würde halt nur mal gern die Beweggründe dahinter verstehen. Ja, weil So ein Bot zu haben, ist boah, auf der falschen Position kann es schon krachen. Stell mir vor, dir fällt der zentrale Innenverteidiger weg. Puh. Ja, bei jede Pusi. Ja, natürlich. Aber ich sag mal, wenn ein Stürmer halt ein bisschen kacke läuft, scheiß drauf. Aber wenn ein zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette ein Bot ist. Oh Lord. Ja, da muss man gucken, eventuell clever sein und dann halt schauen, wer Kapitän ist. Und wenn es möglich ist, würde ich ja dann einfach konsequent umstellen. Dass sozusagen das Mittelfeld immer besetzt ist und zur Not hast du dann halt vorne im Bord am Start. Ja. Also würde ich lieber so spielen und eigentlich, wenn wir das nochmal haben, Notfall umstellen. Weil du hast immer, das würde so rein, wenn du hinten IV fehlt, ein DM fehlt oder auch ein RM oder so. Ja, Gegner checkt das ja sofort, ne? Ja. Und du wirst dann immer gleich mit drei Leuten da angerannt. Daher, das ist eigentlich das Cleverste, wenn du sofort umstellst und die Leute von vorne nach hinten einfach wechselst, sozusagen. Einfach nach hinten einmal verschiebst. Da vorne so ein Bot rumsteht, ist egal, Alter. Gut, wenn er die Dinger nicht macht, ist natürlich auch blöd. Aber lieber vorne nicht machen, als hinten. Richtig. Drei fressen, ne? Da müssen wir vielleicht auch nochmal cleverer sein nächstes Mal. So, what's going on here, guys? Achso, auch mein Stream auf Englisch dann demnächst. Oh, sure! Sure! Mal International Community abholen. Sure! Ja, sure. Nee, nochmal was in Deutsch. Wenn wir dann die ersten internationalen Tournaments spielen, dann. Ich bin ready. Dann gehe ich auch noch mal 2 Wochen in die Schule. Komm. Auch mal Englisch C oder B1 oder wie sich das da alles nennt, scheint. Da kracht. Ich mag's ja eher das amerikanische Englisch, wenn dann das britische ist eher eh.
Ob ich da die letzten Clubs immer mit diesen ganzen Briten zusammengespielt habe, das ist ja wirklich. Oh, das Schlimme sind ja die Slangs. Keinem antun, da kommt ja auch keiner irgendwie, den du verstehst. Die kommen ja alle aus Irland und Wales und jeder verschiedene den tiefsten Liverpool Dialekt, und hier ja. und da. Alter. Ja, dann hier Scouf in Liverpool ist ja auch ganz lustig. Gefühlt haben die immer dreimal einen Namen gesagt, bis ich irgendwas verstanden habe. Das ist krass. So, auf geht's. Englisch macht dann der Utech. Jungs, das geht direkt rein. K.O.-Phase. Doppelt oder nix. Flamme, ist die Musik so in Ordnung? Weil ich habe die irgendwie richtig laut auf dem Ohr. Ob das an mir liegt? Ach, International Businessman. Yeah, sure. So, let's go. Trikots sehen gut aus. LOW in weiß. Oh, es geht direkt schnell. Ja, Benson vom Tor. Angriff. Guter Sweat. 1-0 Sachse. Das erste Tor sogar. Oh mein Gott. Das ging fix. Das war sehr schön. So einen Start kann man sich ja gar nicht vorstellen. Mal schauen, ob der Gegner das auch so hinkriegt. Oh, da steht einer AFK bei den Jungs, der Zentrale. Oh, ich muss mal kurz. Ja, ich sehe es auch. Qualität schauen. Ist Quelle. Gut. Sieht ein bisschen kacke aus. Oh, da wird sich einer einen Anschluss anhören müssen. Oh, jetzt ist er ganz weg. Flanke am zweiten Sachsen nicht. Oh, ja, da. Das wollen wir natürlich auch nicht, aber wenn wir da durch... Ah, da ist er wieder. Schau, was der Gegner so schafft. Oh, ein Ballverlust. Richtig. Hab ich den gut vorne? Oh, der kommt. Guter Ball, Benson. Abschluss 2-0. Oh. Das ist ja sehr schöner Start. Auch super Kombinationen bisher. Ja, super Haus gespielt. Tore, wunderschön. Ja, wenn die Jungs Lust haben, dann lassen sie auch mal die Murmel laufen. Ja, auch wichtig, vorher einmal kurz nach hinten getappt. Dann wieder gleich die Mitte gesucht. Ja, mal schauen, ob die Jungs von Frankfurt zurückkommen. Das ist natürlich. Ich hatte schon, mit, ja. Wird auf jeden Fall ordentlich Widerstand gerechnet bei dem Team. Aber die Jungs scheinen einfach richtig heiß heute zu sein und auch sehr ballsicher. Das gefällt mir. Das Spiel ist sehr gut. Der Chipper ist nix. Und jetzt umschalten. Haben wir mal ein bisschen Platz? Der Y kommt sogar. Your Bra, Sully ist da, Mikey ist da. Stinkt gut, jawohl. Musik passt, by the way, danke, Bro. Oh, Twister, einer zu viel. Und gleich wieder abgefangen. Nee, muss jetzt nicht sein, aber auch okay. Das ist sicher. Ich glaube, der war sogar für Nico. Schade. Oh, Nico, nee. Sachse durch. Trocki direkt. Und der Sweat ist und ready. Noch die Ablage. Nee. Oh. Wichtige Grätsche von den Frankfurtern. Oh ja, das war kurz vorm 3-0 schon. Es war natürlich klar, dass der Ball da reingeht. In die Mitte. Oh, gut von Trunks.
wieder im Rückraum, genau, schön. Unterhelfen, Leute. Oh. Guter Ball. Ragnar. Oh. Ui. Ein starker Ball war das. Sehen. Mutlos Leiche mit dem Seitenwechsel. Er kriegt dann wieder. Abgefangen. Oh, guter Y. Gleich wieder nach vorne. Nicolas, Sweat. Au. Ja, da hat er eben spekuliert. Machen. Ja. Er muss irgendwie aufs Tor weiter dann schon kommen. Das wäre schön. Schade. Ja, da muss man auch schon erwarten vom Stürmer, dass er aufs Tor schießt. Deswegen spiele ich Abwehr. Ja. Irgendwann sieht man es ein. Irgendwann lässt man los, ja. Nein, das geht ja sogar, muss ich sagen, ne? Dadurch, dass ich letztes Jahr so viel Ultimate Team gespielt habe. Und sich dieses Jahr ja nicht so viel verändert hat. Aber nee, ich mach das gerne hin. Flanke, der kommt. Volley. Schön. Von Gainz. Guter Abschluss. Aber leider 3 Meter neben die Kiste. Ne, was heißt leider 3 Meter neben die Kiste? Punkt. Ja, richtig so. Wir dürfen hier ruhig parteiisch sein. Oh, guter LBY, Sachse blank. Sachse macht ihn nicht. Ah. Das wird eventuell. Zweite Chance schon. Ja, in Folge. War das 3-0 nicht machen. Wieder guter. Oh. Gut verteidigt. Ja, ein Tick zu lang war der leider auch dann. Schade. Der Gegner kommt nicht wirklich was Tor bisher. Schon eine Weile hinten reingedrückt. Oh, jetzt haben sie mal Platz. Mal gefährlich werden für uns. Geins, aber schön abgefangen. Das Step gemacht. Bitte, Sifin. Jawohl, nochmal doppelt. Genau, da hätte ich es auch gemacht. Wunderschön. Oh, schnelle Flanke. Vertaxa. Vertex. Jetzt versuchen sie auch mal ein bisschen Sicherheit zu kriegen im Aufbauspiel. Oh, gute Interception. Aber ja, gut angelaufen wieder, genau. Es geht schnell. Richter. Jetzt die dritte wird. Oh. Dann wird's zu. Zieh da nicht hin. Was? Oh, wenn sich das nicht noch. Irgendwie, ja. Noch teuer zu stehen kommt. Gucken wir mal nicht. Letzte Aktion. Rebound. Oh, das hat. Ja, gut. Verdient. Aber in der Höhe. Oh, 2-0 ist immer ein bisschen mit Bauchschmerzen, aber immer wichtig auch für die Abwehrspieler. Also für mich ist das auch immer wichtig hinten. Wenn man schon mal in Führung liegt, hat man schon mal wieder ein bisschen weniger Puls. Ja. Gerade in den engen Games. Genau, da ist man dann auch bei dem einen oder anderen Ball dann wieder ein bisschen ruhiger. Gerade auch, wenn man angepresst wird, angerannt wird. Das macht auf jeden Fall immer bei mir schon ein bisschen wieder was aus. Ne? Ich denke, den anderen wird es da nicht. Wird es da ähnlich gehen, denke ich. Ja, mit Sicherheit. Führung gibt immer. Auch wenn es so ein bisschen ist, ein bisschen Sicherheit. Vor allem Ruhe. Wo du weißt, ja, okay, ich kann mal einen Fehler machen. Es kommt noch dazu, genau. Das ist gut. Aber eine gute Bezeichnung. Troppi holt ihn. Ja. Oh, zweiter Ball. So, hier an Spielstation kommen, jawohl. Auch schön viele Leute immer. Im zweiten. Ui.
Sachse, Trogby. Trogby bleibt. Trogby 3-0. Oh. Aber abs. Nee, ist für Abseits. Zählt, richtig. Weil die Kamera eben so langsam war. Endlich. Nein, nein, der kam aus Porn hinten. Das war alles gut so. Das war aber ganz wichtig. Ja, wir haben es ganze Zeit schön spielen wollen und jetzt machen wir halt auch mal die ekliges Trick. Tor. Ja. Aber es ist halt erzwungen. Das gibt ein Foul. Der liebe Twisty, der Übeltäter von letzter Woche. Ja, das war. Aber muss er sich halt in den Detail daran gewöhnen, dass sie halt einfach dann schnell da mal eine Karte zu. Die rote. Oh, das war kein Abseits. Trogby, 1 gegen 1 mit der Töter, Ballrolle. Da muss man mehr draus machen. Da muss man auf jeden Fall mehr draus machen. Entweder findet dann Möglichkeit zum Abspiel oder. Position war halt einfach nicht gut gerade. Oh, gut aufgepasst von Trunks. Schieber läuft. Ja. Und da rollt dann der nächste Angriff. Sachse läuft ein, aber die Flanke war nix. Gutes Dribbling, Trogbys. Und? Oh, schade. Oh. Gut ruhig geblieben. Schöne Elastico, Flanke, zweiter Flanke, nein. Doch, nein. Schön gemacht von Twister und Benson vergisst Ball. Wir machen das gut bisher. Die Gegner gar nicht zu Chancen kommen. Fast gar nicht an den Ball. Jetzt haben sie mal eine Chance. Aber die Jungs auch ganz schnell wieder in der Grundformation. Ja, und das war's wieder. Gut, oh, schön. Jetzt müssen wir clever spielen. Schade. Das 4-0 schon sein können sogar. Ja, glaube ich, endgültig die Entscheidung gefallen für das Spiel. Richtig. Direkt gespielt. Ei. Und die dann gleich der Ball gewinnen, jawohl. Der Mitspieler, genau. Oh, schön die Bälle prallen gelassen, schön. Er hat dann das Auge, schade. Und? Weiter Ball wieder. Was passiert hier?
Mir ist gerade Problem. Jetzt sehe ich wieder. Eben hat es mal kurz geleckt. Ist halt, ob das an mir lag? Nee, bei mir war gerade auch. Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, ob das hier liegt. Auf jeden Fall hatte ich das auch. Schön. Jetzt schon die nächste Chance Schüsse. Wieder. Powershot. Powerschüsschen. Ah, nee, falschen Schuss leider rausgehauen. Fünf. Mal eine Chance für die Jungs aus Frankfurt. Wenn sich jetzt clever zu Ende spielen, könnte dann Abschluss kommen. Mitte. Also sie versuchen es aus der zweiten Reihe. Ja, das ist schon manchmal ein bisschen sogar Verzweiflungsaktion vorne. Ja. Irgendwie noch ein Tor zu machen. Guter LBY, Steven. Nicht mit dem 3:1 und das war's auch direkt. Schön. Wichtiger Einstand für heute Abend. Souverän ist 3:0. Ja, da ist wenig angebrannt. Anfang bis Ende eigentlich souverän gespielt. Wieder Reset. Und eigentlich nur zuversichtlich in die nächsten Partie, würde ich sagen. Hä, warum höre ich jetzt auf einmal Game Sound? Party Sound? Welche Party? Ich habe eben die Party von den Jungs gehört, glaube ich. Bushi hat Echo gesagt, oder? Bushi, kannst du mal. Bushi hat irgendwas eben gesagt. Da habe ich irgendwo noch einen anderen Stream offen. Das wäre natürlich auch gut. Okay. Dann die nächsten Gegner. Entweder SV Oberbullenhausen oder New Impulse CF. Kannst du mir zu den beiden Vereinen etwas mehr erzählen? Lieber Senna? ehrlich gesagt leider auch nicht wirklich. Gerade was PlayStation angeht. Ja, kenne ich mich bei einigen Vereinen schon aus, aber ja, da hatte ich jetzt auch leider heute gar keine Zeit, am Wochenende mich da ja ein bisschen reinzuhängen. Daher würde ich mich einfach mal überraschen lassen, was da auf uns zukommt. Und ja, vielleicht war das ja eben schon der stärkste Gegner. Kann man ja nur die Daumen drücken. Wäre toll, ich vermute aber mal nicht. Ah, ihr habt da auch so eine Vorahnung. Ja, mal schauen. Wie hießen die zwei Vereine jetzt? Bullenhausen. Penguin Cup TV Bullenhausen gegen Riedrode. Okay. Schauen wir mal kurz bei dem Pro rein. Das war vor 4 Tagen. Oh! Mit Kamera? Professionell. Ist dabei. Wurde uns gleich. Einmal gut gewonnen. Der hat sich extrem geworden mit den Fehlpässen. Gut dabei, der Kollege. Oder die Jungs von New Pulse CF. Da haben wir leider keinen Stream. Stream. Keine Stream. So. Fragen. Sachse, hörst du uns? Wahrscheinlich eher nicht. Hello, can you hear me? Can you hear me Hello? Now? Just like the stream.
schreiben wir doch mal in den Chat, beim Sachse. Hallo. I am Kommentator of a stream. Run your play next Spiel. Ich hör zu, was los. Wann geht's hier weiter, Bro? Bruder, ich hab doch noch was Neues, Mann. In der Black Friday warten. Bruder, ich schwör dir, ich hör die doch. Ben hat. Nächstes Spiel kommt jetzt direkt. Bushi, Ben hat grad was. Also Sachse war das. Sachse. Ben hat grad was von Black Friday erzählt, oder? Moin, LOB Van Dyke, moin, wie läuft's auf der Blazy? Man konnte schon raushören, dass die Weekend League dich verzweifeln lässt. Auf! Ja, aber ich bin auch ready. Man hört die auch manchmal im Stream. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn Sachse sein Echo hat, muss er sein. Rein Jalla! Rein Jalla, schreibt der Nico. Ja, wenn der Sachse sein Headset oder Controller neu startet, dann hört man wahrscheinlich die Party. Rein Jalla. Das kam jetzt gleich random und bei Jalla fehlt's Haar. Pro. Oh, da ist die Invite raus. TSV E-Sport. Leon gibt Ben mal den Einschlagsangriff von dir, damit er auch mal direkt schießt. Bruder, das liegt an dem, ich weiß nicht, 40er Ping oder was die zocken. Egal. Geh mal rein. Na dann, Daumen drücken. So, ein bisschen Stadionatmosphäre. Spiel 2 für die Jungs. Was geht's? Oh, gut abgelaufen von Mikey. Ball zirkulieren lassen, okay. Machen wir so machen. Guter langer Ball. War auf jeden Fall on point, auch bei sowas. Toppi, Nico. Eine Kombination. Schön auf Sachse. Aber Dave ist da. Und Sachse kriegt den zweiten. Und es gibt Einwurf für LOB. Jetzt schön Anspielstation. Gegen anbieten, jawohl. Ja. Ok. Oh, guter Ball, aber abseits. Das war so geplant. Mit Abseitsfalle. Ja, da sind sie noch am Trainieren, habe ich gehört. Ja, muss man also gucken, ne? Wenn man das dann überhaupt gegen einige Gegner spielen sollte.
Was halt sagst du, Tänzisch? Flanke am zweiten Buschi ist da, 1 zu Lelope. Oh, richtig. Schön gespielt. Der zweite Ball kam da perfekt jetzt von Sachse. Oh, Buschi macht das da auch super am 2. Wie ein perfekter Start hier in das Spiel. Die Jungs lassen auch die Murmel gut laufen. Jetzt heißt es hinten wieder sicher stehen. Bei zirkulieren. Oh, das ist ein schlechter Ball. Also mit der durch. Franny, Yannick. Boah, hätte ich gespielt, der Ball. Wichtig, schön wiedergeholt. Schön im Team. Den Ball zurückerobert. Das gefällt mir gut. Oh, guter. Der kommt an, jawohl. Sachsen, Nico. Oh, schön. Flanke auf den zweiten, abgewehrt. Trockby hat ihn. Twister, Benson. Gut verteidigt von Flex. Noch einen schönen Druck. Danke auf Trockby. Oh, knapp am Tor vorbei. Ja, wieder ein zweites Tor nachlegen, war wichtig. Das hat gegen dann auch erstmal ein bisschen. Oh, der LBY ist gefährlich. Danke, das ist aber da. Oh, das ist ja knapp. Ja, die Unbeweglichkeit der Innenverteidiger. Man kennt's leider. Ja, gerade in der Mitte musst du da halt sehr vorhersehen sozusagen. Vorausschauen schwer. Genau. Ich denke, ich mag das sehr, in der Mitte auf jeden Fall zu spielen. Muss dir zwar keinen Fehler erlauben, aber dafür kannst du eine Menge immer machen mit dem Ball. Auch ein bisschen die Geschwindigkeit mal steuern. Jetzt hat der Gegner mal ein bisschen länger den Ball. Bisschen Staffetten zu spielen, aber wieder schön abgefangen. Oh, schade. Guter Übersteiger. Das steht mir gut. Stark gelöst von den Jungs. Twister ist blank. Das ist gleich wieder die Möglichkeit zum Gegenstoß. Lukas, Nico und gut verteidigt von Torten Toni. Ja, wir haben aber eine super Raumaufteilung heute. Das gefällt mir. Alle wissen genau, wo sie zu stehen haben, was sie zu tun haben vorne. Hinten schreiben wir auch sehr viel Sicherheit bisher aus. Und Eckball. Und auch das wieder verteidigt. Ein bisschen unglücklich da der Ball gesprungen, leider. Kann man da nicht viel machen. Gut, von Dank. Das haben wir. Auch das geklärt, schön. Und jetzt wieder zirkulieren lassen, genau. Das war fast ein bisschen schon wieder zu voreilig. Ja. Man ruhig noch ein, zwei Leute mehr mitnehmen können. Da hat man eine Idee, aber... Ja, man könnte halt auch, ne... Wie gesagt, ein zweites Tor wäre jetzt wichtig. Oh, mal macht die Meter, schade. Mal ein, zwei Angriffe vor der Halbzeit nochmal richtig auszuspielen. Können es ja, also daran liegt es ja noch nicht, ne... Sicherheit, jetzt wieder... Das Raum für abseits. Uns. Schade, das war knapp. Gegner scheinen ein bisschen Probleme manchmal auf jeden Fall zu haben bei der Rückwärtsbewegung. Wenn sie den Ball verlieren. Beziehungsweise die Aufteilung beim Gegner ist dann nicht so nicht so perfekt auf jeden Fall. Da sind einige Lücken für uns. Stand, so jetzt sehe ich wieder.
die Leiter nach Brünhausen. Schlecht. Oh, gute Bewegung von Darko, aber Sally ist da. Das war wichtig. Oh, Benson ist... Ja. Oh, Benson, komm. Showtime. Die Chance vor der Halbzeit. Oh, das muss gewesen sein, denke ich. Ja, Halbzeit. Aber trotzdem wieder gut im Spiel. Ja gut, sehr gut im Spiel. Richtig, das war jetzt halt nochmal wieder nachlegen, auf jeden Fall. Und die Ruhe sonst kann das hier, ja. Aber da, ja, man sieht, wir sind so weit eigentlich, würde ich schon sagen, ne, erstmal. Ja, die bestimmte Mannschaft bisher in der ersten Halbzeit. Das ist ja auch wieder gut. Zwei Spiele, zweimal auf jeden Fall. Eine Führung zur Halbzeit. Erstmal gar nicht wünschen. Und dass man hier natürlich nicht 5-0 führt, ja, das war uns wahrscheinlich auch klar. Nee. 5-0 wäre... Hätte mich jetzt überrascht. Ich glaube, die Gegner, die mir 5-0 abschießen, die sind letzte Woche schon rausgegangen. Also genau, das wollte ich auch gerade sagen, richtig. Da ist der Zug schon abgefahren, glaube ich. Die haben sich schon... Das hat sich schon aussondiert. Schön gelöst. Benson ist durch, der Y kommt. Ja, wichtig. Gutes und Timing. Trubisch lässt der Touch. Benson setzt nach. Gut wiedergeholt. Sachse mit der Übersicht. Ben Abschluss. Wichtig, Schluss. Riesensave von Adriano. Ja, schön rausgeholt. Oh, das ist ein guter LBY. Das ist kein Abseits-Torten-Toni. Aber und was macht direkt auf den Torwart. Oh, er hält die auch noch fest. Stark von dem Torwart, wieder von uns. Torten-Toni. Oh, Jungs. Ja, also ich hatte auch alle lange Jahre eine Pizza-Mike, ne? Also. Pizza-Mike. Manche machen halt, ne, ihr Hobby zum Namen sozusagen. Ihr Hobby zum Namen. Okay. Oh, wichtig von Lukas. Jetzt sind die Ballverluste ein bisschen einfach. Ja, das war auch wieder zu schnell und einfach. Es gibt einen Freistoß, ja. Jetzt muss man doch nochmal den Überblick mehr bewahren. Nochmal nach hinten spielen. Schön anbieten. Da hat Sachse nicht mitgemacht. Lukas holt den Ball nicht. Es gibt den Vorteil, es gibt den Freistoß. Ziemlich langer Vorteil. Das könnte jetzt natürlich brandgefährlich werden. Das ist einer am 16er, ja. Schießen. Abgeblockt. Torten-Toni Elastico abgeblockt. Danke zum Eckball. Oh ja, wird's jetzt auch nochmal brenzlig. 5 Meter Punkt, aber Cavainico sehr gut mitgemacht. So, oh mein Gott! Mitnehmen. Was ist denn? Weil der gerade Ball hingelegt hat und erstmal richtig sein eigenes Tor gelaufen ist. Da. Ach so, meinst du? Ja, ach. Ach. Nach dem Pass vorhin von der Grundlinie mache ich mir keine Sorgen. Oh, jetzt häufen sich die sinnlosen Ballverluste. Torten-Toni, Danken ist da. Ah, es ist jetzt wieder alles zu schnell. Ja, die Gegner erhöhen auch etwas den Druck. Und jetzt geht's mal. Jetzt kann es mal schnell gehen. Jetzt haben wir wieder eine Schieß frei. Ja. Mach ihn. Abpraller. Druck B. Und der schießt am Tor vorbei. Das gibt es nicht. Oh, schade. Ist ja so wichtig gewesen. Ist doch nur noch knapp
25 Minuten mit Nachspielzeit. Schön abgefangen. Wieder richtig den Ball gut nach vorne bringen. Richtig. Schön gespielt. Benson eben nicht im Abseits. Abschluss. Nein. Und Adriano wieder mit demselben. Das gibt es nicht. Die schnelle Benson. Schnelle Ecke. Werden. Oh, wichtig von Ben. Auch mal links außen mit verteidigen. Oh, der könnte kommen, der kommt. 1 gegen 1, Nikolas, wenn seiner kann, dann er. Rückraum Sachse. Elastico. Oh. Ja, das wäre noch gerade ist noch der letzte Ball, kommt da noch nicht aufs Tor so richtig. Stark mitgemacht von Nikolas. Abseits, schade. Was, der Ball liegt? So, wieder haucht. Guck mal, wo der Ball liegt, das ist doch noch eigene Hälfte. Ja, da will ich mich nicht so äußern bei FIFA, bei EA, FC. Oh, guter Ball. Im Verbund wird's gelöst. Der Rebound, Rückraum, Franny. Oh, das hat Donata. Ein wichtiger Block, schön zugestellt. Ach du Scheiße, das ging zu schnell. Kawaii Nico fleckt. Jawohl. Auch wieder mal kurz 1-2 Minuten runternehmen da. Und jetzt richtig. Lukas und Benson macht die Meter, ja, schön. Am Sachse. Die Außenlinie geht da vorbei gegen 2. Er geht weiter die Linie, Rückraum. Und Rückraum. Oh, wieder nicht. Oh, stark von Lukas. Ja, jetzt zählt aber auch jede Minute Ballbesitz. Man muss dann halt auch mal dreckig zu Ende spielen. Ja. Ich hoffe, die Gegner würden das nicht böse aufnehmen. Aber man kennt es auch aus der Weekend League. Ja, was heißt dreckig? Halt einfach eine Cleverheit auch. Ne, nicht unbedingt noch den gefährlichen Pass suchen. Ja. Das sind ja eher so die Sachen, ne? Ach, stark von Twister. Oh. 89. Es geht lang. Und die Linie trocknet, die kann die Meter machen. Ball rüber. Oh ja. Oh, das den ist zieht richtig. Er stark. Und Buschi. Mit der Entscheidung. Nico 2-0. Oh, Deckel drauf. Flashback Messi. Obwohl die Frisur halt immer noch, Bruder, das tut weh. Nico, wenn du das vielleicht in der Wiederholung hörst, das tut richtig weh. Oh, das war stark gemacht. Stark. Gut zu Ende. Man hätte ihn einfach auch nach vorne schlagen können, den Ball, oder. Aber ja. Da haben wir uns einfach nochmal getraut. Ja, top gesehen vom Trogbi. Stark. 2-0. GG an die Jungs von Bullenhausen. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Und es geht in Runde 3. Ich hab Puls. Sag ich, wie ist es? Ich hab leicht. Ich merk das. Vorne müssen wir noch ein bisschen effizienter vielleicht noch in der einen oder anderen Situation sein.
Hinten haben wir auch noch ein bisschen schwammige Situation heute hinten, aber großenteils sage ich mal, halt die war 70 Minuten. 60 Minuten haben wir das Spiel, denke ich mal, auch bestimmt. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Aber zweite Halbzeit wurde halt doch schon. Letzte halbe Stunde war schon sehr, ne, knapp auf. Ja, da haben die Gegner ein bisschen an der Drehzahl gespielt. Wir waren ein bisschen hektisch. Auch für ein bisschen Angst gehabt. Man kennt's ja. Ja, die haben alles nochmal nach vorne geworfen, alles versucht. Ja, wichtig. So, und jetzt heißt der kommende Gegner entweder FC Sparrow, Insane Gaming oder der SC04 Schwabach. Und die kennen wir sogar noch von der Xbox. Ja, da habe ich sogar gespielt für, muss ich ja sagen. Da hast du gespielt, auch für den bekannten Manager. Noch. Ja, auch für den bekannten Manager. Ah, kannst du ihn ja mal gerne grüßen. Kann ich machen. Ich bin immer noch, wie gesagt, ich merke ja vielleicht auch, ich bin da ja meistens immer einer, ne? Man zu mir korrekt ist und alles, von daher. Ich bin eigentlich immer noch so weit gut mit dem, weil ich. Wenn ich immer wieder Kontakt habe, kann ich ihn gerne mal grüßen. Achso, ich hab gedacht, hier im Stream. Was hier im Stream? Weiß ich nicht, ob der hier im Stream ist. Ja, kannst du ja trotzdem mal grüßen. Ist er hier bestimmt auch mal. Ja, wir kennen ihn ja auch nicht. Man liest halt viel in den Discords, in Facebook und. Für diese privaten ganz lieber. Gib doch mal einen aus. Es gibt wenige auf jeden Fall, die das bisher so gut. Also wenige, die ich kann, die das so auf so einer guten professionellen Ebene schon kriegen, auf jeden Fall. Deswegen hat er da immer meinen Respekt für, ne? Was so organisatorische Sachen und alles angeht, ne? Das ist schon echt. Ja, er hat ja eine Vision gehabt mit seinem SC Schwabach. Aber die gibt's die auf der Xbox noch? Jein, ich weiß nicht, ob sie es wieder machen. Aber ich glaube erstmal nur auf der PlayStation. Da gab es wohl auch einen großen Umschwung, wie ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Wohl auch viele Abgänge, viele Neuzugänge. Insane Gaming gibt's hier leider nicht. Instant Gaming ist der Gegner, okay. Wir gucken trotzdem mal, ob es den SV Schwabach gibt. Oh, ich habe eiskalte Finger. SC Schwabach E-Sport. True Football im ersten Game 3-0 verloren. Okay, das ist ein Brett natürlich. Aber passiert im Fußball, ne? Ich will ja nichts sagen, aber die Schweiz hat heute gegen Weißrussland 3-1 verloren. Okay. Weißrussland kann man halt auch mal unterschätzen. Schnell. Ist ja auch mal den einen oder anderen Fußballer. Na, die Jungs sind schon wieder drin. Und währenddessen gehen wir mal 2-3 Minuten zu unseren Formel 1 Freunden. Unter dem VSC, oh, super Qualität. Ach, ich hab auf 1160 Pixel. Nochmal einen Schein auf Weißrussland. Nächstes Mal. So, wen haben wir da? Fahrer fällt nur 14 Leute. Yeah. Können wir mal hier, das ist unsere Liga, wo wir mittwochs immer mitfahren, außer diesen Mittwoch. Viele fahren eigentlich unregelmäßig, oder mal die gleichen. Hier in dieser Playing Ducks Liga, da sind auf dem Server 400 Leute, es gibt 8 Ligen. Also nagel mich jetzt nicht drauf fest. Oh, Jimmy, nee. Ja.
Der Wahnsinn. Und da haben wir sozusagen unsere eigene im Sinne von viele Fahrer von uns. Und ja, heute sind wir ja auch gefahren, also die LOB Fun Liga. Wer da Bock hat, können da gerne rankommen. Ich meinte, der Mann hat ein bisschen mehr Straight Line Speed als Justin Alonso. Sachse mit dem dritten Platz in Singapur und Benson mit dem zweiten Platz in Singapur. Ja. Aber ich denke, ja, Benson ist ein Öler. Der fährt seit, ich muss lügen, 2-3 Monaten ohne Linie. Also der fährt komplett ohne Hilfe, Schalten, alles. Ja, wenn man es kann und Bock drauf hat, ne? Ja gut, der Junge ist 15 oder 16. Da sollte man noch lernfähig sein. Ja, kommt darauf an, ob man Bock hat auf Schalten und all solche Sachen. Ne? Ja, ja. Ich wäre das ja schon wieder zu verölt, wie du schon sagst. Ja. Zeit hätte ich derzeit da, glaube ich, gar nicht, erstmal mich da reinzufuchsen. Da musst du schon, als die Jungs angefangen haben mit Lenkrad, hat es richtig gekracht. Aber ja, muss man mit halt Lenkrad dann auch noch alles, oh je, nicht alle. Aber einige. Der beste Fahrer ist der Sally mit Lenkrad. Der hat sich heute bravourös zweimal in die Wand gehauen. Ja, da gibt es ja auch schon die tollsten Simulatoren, habe ich gesehen. Mit Vibration und hier und da. Kannst ja unsum ausgehen. So ein Rennsieg meinst du jetzt? Ja, was das angeht, da gibt es ist das ja Wahnsinn, was du da alles machen kannst. Ich dachte, dass du da richtig Rückstoß, Vibration merkst. Manche können sich dann sogar irgendwie so ein bisschen reinlehnen, dass du diesen G-Druck so ein bisschen merkst. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich nicht ganz verstanden, aber. Ja, das Ding kostet halt dann auch mal 5-6 Scheine wahrscheinlich, oder? Ja, keine Ahnung, halt nur mal gesehen. Wir sind da, glaube ich, ein Messer hatten oder irgendwas. Ey, ist ein Riesenspaß. Geiles Feeling. Geiles Feeling für auf jeden Fall dann zu Hause auch. Ja, mit Sicherheit. Aber bei uns haben auch Leute Setups reingeschickt, die haben da 3 Riesenbildschirme Curve nebeneinander hängen und ihren Rennsieg davor. Also da stehen dann wahrscheinlich mal so. Also mit PC 5, 6, 7.000 Euro. Das stimmt, da brauchst du jetzt natürlich auch einen geilen Rechner dazu haben, dass das auch schick aussieht. Ja. Dass du auch gut eindenken kannst, ist wahrscheinlich auch wieder eine Sache von Frames und alles, ne? Und Internetübertragung. Ja, mit Sicherheit. Dass du dann da auch nochmal die Zehntel rausholst. Oder die Tausendstel wahrscheinlich eher. Was auch immer. So, wie schaut es hier? Sachse, kannst du mir ungefähr sagen, wann es weitergeht? Oder Buschi, oder wer noch so da ist? Ja, es könnte das letzte Game für heute sein. Auf der einen Seite, ich hoffe doch. Ja, ich hoffe es auch, aber dann wäre der Abend ja schon wieder rum. Ja, auch mal ein kurzes Stream machen. Es waren bis jetzt nur kurze Streams. Gut, letzten jetzt Donnerstag. Kann man halt auch nochmal in die Nachbereitung gehen. Und ein paar andere Sachen machen. Okay. Ein bisschen reacten oder so. Bisschen ASMR, meinst du? Das haben wir oft, ey, das geht ja gar nicht, ne? Bestimmt Leute, die das mögen, aber geht ja, also die da auch sitzen, mit hier gibt es ja sogar Mikrofone, die aussehen wie so ein Ohr und sowas. Ja. Und dann necken die da diese Dinger an, ey, wo ich denke, oh mein Gott, und dann hört sich das so an. Ich kann das ja schon nicht ab, wenn neben mir einer schwatzt. Ja, schwatzen ist ganz penetrant, gerade mit Headset. Aber ja, dann die lecken dann in der Ohrmuschel rum und sowas. Ja. Es gibt so bestimmte Geräusche, nee, die tönen mich jetzt gar nicht an, muss ich sagen. Tim steht drauf. Es kommt drauf an, wer es macht, ja. Ich weiß nicht, wenn der Sachse jetzt mit ASMR anfangen würde, wäre ich ja eher raus. Aber wenn jetzt mal keine Namen, da wird schreien. Auf
Fall, ja, wenn er darauf steht und wenn man da noch Zuschauer mitkriegt, warum nicht? Ich hoffe aber, dass es alles gehen sollte. Ach, Bruder, fängt das schon wieder an, oder was? Oh. Da ist ja nur noch ein Ghost. So, es geht rein in die Kabine. Hoffentlich ins letzte Game. Und let's go. Dicke Balleroberung gleich. Oh, gut gedacht. Für Trockbier, aber. Max, du musst einen Podcast machen, der Geschichtenerzähler. Da kann ich die erste Chance ergeben, schade. Ui, guter Ball. Ja, die mal ruhig mal durch die Hosenträger rutschen. Ja, auch gar nichts dagegen. Ja, in so einem Game wäre top. Oh, Ben mit der guten Interception macht er gut gegen zwei. Oh, schade. Holt die Ecke aber. Ja, aber die erste Chance. In 8 Minute. Mal schauen, ob sie den gut verwertet bekommen. Ah, gut mitgespielt von den Saints, Simon. Schön gesehen von Bushi. Ach, gute Ablage. Halten Sie die Übersicht bisher? Stark wieder schön. Oh, BY, danke. Kommt davor. Und klärt auf sicher zum Einwurf. Dann auch mal machen, richtig so. Anbrennen lassen sein. Versucht er die Lücke? Abschluss. Ah, hat versucht, da irgendwie eine Lücke zu kriegen, glaube ich, um den Ball reinzubringen. Oder sogar vorbeizugehen. Schnell nachgerückt werden. Wieder anlaufen. Da wissen sie nicht sofort wohin mit dem Ball. Oh, stark. Da war auch schon der Fehlpass. Die sind da hinten etwas verunsichert auf jeden Fall. Jetzt ums Anrennen geht von uns. Ja, weiter so machen. Oh, guter LBY direkt auf Troppi. Der sieht den Sweat. Benson, sagst du 1-0? Oh, das war sehr stark gespielt. Das war absolut top. Let's go. Noch glaube ich gar nichts machen. Richtig. 60 Minute wieder die Führung. Stark von Sachse. Ich kann mal jetzt hier das 2-0 ein bisschen früher nachlegen. Hinten wieder mit der 0 wäre natürlich stark. In der Defensive. Oh, und die Ballrolle zum Abschluss. Ja, der Buschi hat ab und zu mal einen. Letzte Woche war es der Hacke zu Hacke ins Aus. Ach, ich kenne das immer mal, ne? Ja. Also, wenn man aber versucht, dann klappt es aber halt auch. So. Wenn es mal kurz in der obersten Etage irgendwie einen Schlag gibt. Richtig. Mal kurz
Höhenaussetzer. Ich weiß immer. Manchmal ist man halt zu schnell. Man spielt zu langsam. Ja, Gedankenübertragung im FIFA würde ich auch mehr fühlen. Meine Finger kommen leider nicht mehr so nach, wie sie sollen. Stark von Sally. Und Bougie hat Platz. Hat schön. Viel Platz. Das ist in der letzten Kette. 3 gegen 3. Guter Rückball. Lukas. Benson. Abschluss 2-0. Oh, stark. Let's go. Ich hab's keine 10 Minuten gedauert. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Auf jeden Fall. Das ist unheimlich wichtig. Jetzt müssen wir natürlich die Ruhe bewahren. Wir können einfach so weiterspielen wie bisher. Die Abwehr anrennen. Man merkt, dass die da verunsichert sind. Und hinten halt defensive Zusammenarbeit ist da sehr gut bisher. Wenn mal einer was falsch macht, ist der andere sofort da, hilft aus. Macht den Fehler wieder gut. Das war schon der nächste Angriff. Elastico. Eine zu viel. Sven, aber gut. Arsch. Gott, von Lukas. Ja, er hat super abgefangen. Guter Mann, guter Mann. Wie gesagt, wie gerade gesagt, wir stehen da halt wieder super hinten. Kaum Fehler. Donat kriegt den Ball nicht weg. Am zweiten ist Brady Sweat. Mikey aber da. Ach, auch wieder wichtig. Gute Keule, Bushi, Benson, Sachse und das ist es 3-0 vor der Halbzeit. Das ist wichtig. Ich glaube es nicht. 3-0. Die Kälte aufgespart fürs letzte Spiel. Obwohl mir eigentlich schon vom ersten Spiel an kalt war, sag ich, wie es ist. Ja, ist halt heute auch einfach eine super Leistung bisher, muss man so sagen. Jeder weiß genau, was er zu tun hat, macht seinen Job. Das ist sehr erwachsen, ja. Ja, wenn es nicht geht. Letzter. Genau, sie gehen richtig auf den letzten. Komm, Jungs, einer geht noch. Oh, stark gemacht vom Bushi. Sachse setzt sich durch, aber kein Abnehmer. Lukas. Torero und das muss die Halbzeit sein. Stark 13-0 zur Halbzeit. So wichtig. So wichtig. Das gibt so viel Sicherheit. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Das würde ich sagen. 0,0. Aber. Das ist ja schön zu sehen, dass das schon so gut auch funktioniert. Oh, wir bekommen leider keine Statistik. Das würde mich jetzt mal interessieren. Sie gingen da schon mit guten Angriffen und Kombinationen, aber wir stehen da gerade so gut hinten. Kein Durchkommen heute. Lesen das wirklich super raus. Lass uns da auch nicht irgendwie rauslocken. Weil einer einen Fehler macht und dann wird auf seiner Position geblieben. Oh, jetzt mit der Chance. Novo, aber Mizugi ist da. Richtiger Ball wieder. Oh, sie lösen schön. Das ist wirklich, das ist. Ja, Ball rotiert. Auch wenige Ballberührungen, meistens bis zum letzten Drittel. Oh. Da war voller Fokus. Jetzt mal. Oh, und wichtig vom Twister. Die Ballrolle.
steht das Sven, vorne. Guter Y, den Kawainiko muss ran. Da gibt's hier Ecke. Den hätte er auch einnehmen können, glaube ich. Das wäre ja sogar gefährlicher gewesen. Da haben wir ein bisschen Glück. Ja, super gehalten, reagiert und Torwart. Und die nächste Chance verspielen. Mag rennt der einfach. Abgelegt. Oh, nochmal den zweiten Angriff. Nicht unnötig den Gegner nochmal irgendwie ins Spiel bringen. Oh, schade. Ja, ein viertes wäre der absolute. Ja, auch jetzt erstmal noch keinen Tor kassieren, ja auch wichtig. Kann dann aber schnell gehen, wenn du erstmal eins kassiert hast. Justi Novo. Aber Sali Klett. Das ist immer auch wieder. Nikolas jetzt ein bisschen für Entlastung. Oh ja, das ist ein guter Ball. Viel grün. Trockby ist blank. Dabei. Oh. Ecke müsste es geben. Ja. Mal wieder schneller. Stoß. Oh, Fraxu macht es gut, geben. Aber Kawainiko mit dem wichtigen Save. Eieiei. Ist ja alles dahin. So gut aufgepasst. Und jetzt 3 gegen 2. Nico geht die Linie. Oh, schön hinterlaufen. Ah, da haben sie mit gerechnet, schade. Ah, oh, schön die Ruhe reingebracht. Ja, der LWY schmeckt. Am zweiten ist Bushi, das reicht nicht. Nein, ich glaube, da wird nochmal Übling kommen, ja. Schön angewandt, jetzt der Ball, ja. Ja, schön gelöst von Twister. Und die Ruhe ist wieder da. Und wieder Hilfe anbieten. Ja, sehr erwachsener Auftritt. Ja. Nichts anbrennen von den Jungs. BY, Benson, aber Icy dazwischen. Die letzte Viertelstunde. Ja, jetzt wird's auch schon knapp für den Gegner. Oh, Duncan ist zur Stelle. Verliert den Ball jetzt aber an Klausen, der mit dem Chip. Richtig, dass wir jetzt den Ball da noch kriegen, genau. Diese Angriff jetzt noch fertig kriegen, dann dürfte es schon hoffentlich fast gewesen sein. Oh, Novo auf Brecci, Novo, wieder Kawainiko. Ach, so stark. Oh, das sind zwei Riesensaves. Noch ein Ball. Ich sehe, das gibt aber den Freistoß. Ja. War noch die Möglichkeit, wenn sie jetzt das Tor machen. Chip auf den zweiten, aber Duncan ist da. So, und jetzt ist Platz. Schön. Da jede Sekunde zählt. Mitgelaufen. Hat darauf gewartet, leider.
die da zu verteidigen. Oh, Elastico, Rückraum, Sweat, aber Mikey ist wieder da. Ach, schön. Ja, das spielen sie gut. Reicht für den Sachse, es reicht. Ball, jawohl, jetzt wieder reinlegen. Die letzten fünf. Eine Aktion noch verteidigen. Ja. Ich schläg mich jetzt weit aus dem Fenster, lehn mich. Ich sag, das könnte es gewesen sein, das könnte es gewesen sein, denke ich auch. Jetzt noch drei Tore, Kassi, sehr, sehr bitter. Du als Bayern-Fan weißt ja, wie schnell das geht. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Boah, das ist ein anderes Thema. Da gehen wir nächste Woche drauf ein. Ah, das ist ein anderes Thema. Schön, es ist die letzte Aktion. Sven, danken dazwischen, Sachse, und es ist over. Sau stark. Phase 3. Richtig, wichtig, wichtig. LOB ist dabei. Oh Gott, Chef Strobel, bist du es, Hilfe. TG, WP, oder was man auch immer sagt. Ja, stark. Wir reden heute sogar. Ja, verdient, stark. Abgeklärt, erwachsen. Ich weiß nicht, sucht euch was aus. Super, super. Ja, kriegen wir den, ich hätte mal gerne den zentralen Innenverteidiger heute. Der Michael bitte in die Kommentatorenbox. Der Michael bitte. Wir sind doch erstmal hier. Einen Schluck trinken. Die können danach saufen. Ich hoffe, die müssen den Fahrstuhl hier nach oben. Wir machen Live-Zuschaltung, komm. So stimmt hier unten Sabine. Sabine ist da unten am Feld. Ach, die Sabine, ja, schön. Kracht's wohl? Party ist zu. Hä, hast du die Party zugemacht? Ach so, oh. Ach so, musst du einladen. Ja. Kannst du einladen? I try. Sorry, Mikey. Ach, der Mikey ist offline gestellt. Ach, oder da kracht's wieder. Mach die Ei. Ich mach die auf, warte. So. Oder so. Hey, Hallöchen. Mikey. Hey, Butzer. Wie läuft's? Oh, gut, ne? Lief doch. Was Suppi. Na, Gratulation. Danke, danke. Erzähl mal, wie war die Stimmung vor und jetzt nach den drei wichtigen Spielen? Ach, ja, war entspannt, würde ich sagen, war. Entspannt. Gut. Ja. Auf entspannt heute. Naja. LOB auf entspannt in Phase 3, meinst du? Ja, würde ich sagen. Boah. Stark. Erzähl mal die Spiele. Also es war ja. Ja, lief super, würde ich sagen, ne? Hinten alles Dichtigkeit, würde ich sagen. Vorne die Tore gemacht. Ja, auch der Aufbau von des Spiels war super, würde ich sagen. So. Und das Moment heute, das zweite Spiel war wahrscheinlich so mit der kritischste Moment heute, ne? Ja. Weil ihr am meisten geschwitzt habt. Aber ja, noch zum Schluss das Tor gemacht hat. Aber sonst war es ja wirklich, ne? Relativ schnell immer 2-0 in Führung gegangen. Ja. Und dann hat man ja auch hinten, kenne ich ja selber als Verteidiger, war ja auch mal noch mal ein bisschen mehr Sicherheit. Ja. In einem Spiel war schwierig, da war teilweise in der Mitte mal 2. Aber haben wir dann doch gut geregelt bekommen. In der Mitte, ja. Und im Notfall war ja der Torwart hat zum Glück immer. Ja, Nico ist alles heute. Ja, mit eben im letzten Spiel mit 2 Riesensaves. Also wenn die reingehen. Ja. Ei. Ja, es ist teilweise auch schwierig, die Spieler einzuschätzen mit dem Vorlaufen und alles. Klar, mit den langen Bällen und so weiter, aber.
Ja, wenn die das nochmal verändern, genau, man muss ja mal so eine Schau immer die ersten 10, 20 Minuten. Weiß man halt immer nicht, was auf einen zukommt. Ja. Ob die jetzt eine anrennen oder ne, ob die schnell den Ball laufen lassen, ob die direkt passen, ob die immer nochmal den Ball halten, vor dir dich anrennen. Das musst du immer so ein bisschen, immer so ein bisschen erstmal schauen, wie die vor dir überhaupt agieren. Aber das hat er ja super gemacht, von daher. Ne, gibt's ja alle Spiele zu Null sogar, ne? Ich meine ja. Yes. Dreimal Clean Sheet. So, guter Abwehr, mal, guter das... Torwart. Ja, allgemein, wie gesagt, wenn einer halt mal nicht da war, hat der andere ausgeholfen. Eben. Der Torwart war ja letzte Mal schon immer zur Stelle. Glaube ich. Letzten Sonntag hat er ja auch super pariert. Ach. Ja, ich meine halt letzten Sonntag auch auf jeden Fall, da hat er ja auch mal pariert. Achso, ja. Da habe ich ja schon gesehen, was er alles so kann. Ja, stark, Maggi. Dann bist du entlassen. Willst du noch jemanden grüßen? Nee, ich will niemanden grüßen. Okay. Dann grüßen wir die Jungs. Genau. Ich. Dann dir noch einen schönen Abend. Euch auch schön. Danke. Macht's gut. Mach's besser. Ciao. Ja, easy peasy, hat er gesagt. Auf Lock. Auf Lock in Phase 2, hat er gesagt. Ganz entspannt. Ganz entspannt. So. Aber so sah das ja auch fast aus, ne? Also. Es war. Alle die Ruhe, alle die Ruhe bewahrt. Ja, sehr erwachsen. Sehr erwachsene Leistung. So kann's weitergehen. So geht's morgen weiter. Beim Penguin Cup. MSV 04 Hilden und Fortuna Köln. Auch absolutes Neuland. Ja, da können ja die nächsten Punkte eingefahren werden. Ist ja schon mal wichtig. Hoffen wir es. Zu schauen, wie war da in der Tabelle dann an am Ende. So, die letzten Worte gebühren dir. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal wieder für die Einladung. War ja halt wieder sehr erfolgreich alles. Kann man nur hoffen, dass das weiter so geht. Yes. Hoffen auch die Zuschauer. Hoffe ich, dass die hier einen entspannten Stream hatten. Uns auch die nächsten Male noch ertragen. Die haben gar keine andere Wahl. Ja gut, sie können den Ton ausstellen. Sie können den Ton ausstellen, das hast du recht. Aber nee, hoffe ich doch mal, dass das hier... Ne? Ah, ich glaub Zukunft schon. Auch für die Zukunft eine Sache ist und wir hier noch ne, auch die Pro-Club-Community gut unterhalten können ein bisschen. Ja. Nicht nur, indem das Spiel ein bisschen läuft und einer vielleicht mal rumschimpft, dass die Bälle nicht ankommen. Nee. Sondern auch mal ne, noch zwei andere Leute, die gar nicht mitspielen. Pro-Club muss wachsen und dafür werden wir alles geben. Genau, so sieht's aus. Da denke ich in Zukunft auch noch einiges, was wir da noch ja, einbringen können. Da geht noch einiges, noch viel Luft nach oben. Aber heute nicht mehr. In dem Sinne, wünsche dir einen schönen Sonntag, euch einen schönen Sonntag. Ebenso. Hast noch ein Follow da. Follow sowieso. Und vor allem bleibt sportlich. Schickt euch zu den PD Ducks. Macht's gut. So, Raid soll durch.